Das Gericht hat gestern deutlich gemacht, dass es nicht hinnehmbar ist und nicht hingenommen werden darf von unserer Verfassung her, wenn supranationale Organisationen wie die Europäische Zentralbank sich außerhalb ihrer rechtsstaatlichen Ermächtigung bewegen. Und die gestrige Anhörung hat gezeigt, wie massiv die Europäische Zentralbank den europarechtlichen Rahmen verlassen hat, der ihr durch die Verträge der EU-Mitglieder gesetzt worden ist. Okay, Feierabend.